Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout. Wir haben noch ein paar Red Scorpions, die wir zerlegen sollten. Und da wartet schon direkt der nächste auf uns. Ich hoffe, es hat was gebracht, dass wir dem netten Kollegen jetzt ein paar Kugeln gegeben haben. Vielleicht kann er da noch ein bisschen was zerlegen hier. Ansonsten kann er einfach Schaden einstecken. Also quasi die Gegner ablenken und... ja, für uns halt blocken. Tanken sozusagen. So, der hat schon mal gesessen. Dann gehe ich vielleicht wieder mal zwei Schritte zur Seite. Okay, es hat was gebracht, dass wir ihm Muni gegeben haben. Sehr schön. Freut mich. Na dann. Ballern wir nochmal weiter. Wieso können wir nicht... Achso, wir haben keinen... Keine Kugeln mehr. Sehr schön gemacht. Dann geht's weiter mit... Oh, wir haben zu viel Kapazität. Alles klar. Dann müssen wir, glaube ich, demnächst nicht mehr allzu viel aufsammeln oder... Glaube ich jetzt eh generell nicht mehr. Bin immer gespannt, ob die Sachen da bleiben. Also ob die irgendwann decayen oder ob die halt einfach da bleiben. So, kommst du mal kuscheln. Das ist doch schön für alle Parteien. Vielleicht kriegen wir dich ja auch jetzt in aller Ruhe weggeschossen. Na gut, getroffen. Und sogar kritisch, das ist doch schön. Guter Mann. Einer weniger. So, kommst du mal mit? Dann holen wir den mal noch. War klar. Genau, nimm dies. Da muss man direkt von dran hoffen, dass wir ihn jetzt erledigen können. Nein. Na, hoffentlich du. Super. Einer weniger. Ich sehe es aber kommen, dass der gleich schon wieder keine Muni hat. Aber gut, ich denke mal, das sollte passen. Dann kann er meinetwegen letzten mit dem Messer dann platt hauen. Gehen wir mal dahin. Jawohl. Ich glaube, wir stehen jetzt ihm im Schussfeld, oder? Dann gehe ich, glaube ich, doch lieber mal einen Schritt zur Seite. So, was schießt der hier daneben? Dafür habe ich dich nicht angeheuert, mein Freund. Gut. Jetzt passt das. Dann holen wir uns noch den letzten. Gut, können den Kampf auch abbrechen. Das ist schön. Dann gehen wir direkt mal hier hin. Und haben Glück, dass er nicht trifft, der Skorpion. So, dann wieder mal hier zwei Schritte zur Seite, dass wir eben nicht im Schussfeld stehen. Können einmal reinhauen. Dann darfst du. Na, haben wir noch nicht erledigt. So viel dürfte er aber nicht mehr haben. Gut so. Alles klar. Dann, du erhältst 500 Erfahrungspunkte für das Aufhalten der Red Scorpions. Sehr schön. So, dann könnten wir ihn... Weiß ich, wir können wir ihn theoretisch mitnehmen? Ich glaube, wir schicken es erstmal wieder heim. Wir können ja nochmal anheuern, denke ich mal. Wenn es soweit ist, dann vielen Dank. Du kannst jetzt gehen. Naja, wenn du schon fragst, in Ordnung. Wir sehen uns. Alles klar. Vielen Dank für die Hilfe. War tatsächlich sehr nützlich hier. Oder bleib einfach in der Höhle. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was das wird.
So, dann haben wir da eh schon alles geplündert. Dann hüpfen wir jetzt mal wieder zurück. Und haben unseren ersten Auftrag erledigt. Den ersten Nebenauftrag. Sehr schön. So, sagen wir direkt mal Bescheid. Wir alle danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Tausend Dank. Gerne. Das war's. Ach so, ich steck, glaube ich, mal die Waffe wieder weg. Beziehungsweise nehme die unbewaffnete. Hallo, ich hoffe, es geht dir gut. Kann ich dir bei was helfen? Ja gut, das mit dem Steuerchip hatten wir ja schon. Hilf mir mal bitte. Ach so, das senden wir auch. So, meine Liebe. Das wäre dann das. Dann gehen wir mal meinem Chefchen hier Bescheid sagen. Na? Die Lage ist nun viel besser. Raslo arbeitet an einem Mittel gegen das Gift der Rat Scorpions. Und damit sollten wir die übrigen bekämpfen können. Guter Mann, du brauchst übrigens keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Nest zerstört. Du bist ein echter Held. Das Volk von Shady Sands ist dir äußerst dankbar. Okay, kann ich trotzdem noch was fragen? Sicherlich. Was möchtest du wissen? Was gibt's hier so? Die Lage ist nun viel besser. Ah ja, gut. Raslo arbeitet sicherlich. Alles klar. Kennen wir alle schon. Hast du noch was Neues? Das ist der, genau, das war der Koch. Du? Auch nicht. Wo ist denn Tandy? Rennt die hier draußen irgendwo rum? Da ist sie, glaube ich, oder? Eingang, Wand. Hallo ja. Nochmal. Wie kann ich dir jetzt helfen? Ja, Fragen? Ich war nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Schon okay. Gut, es ist Heimat und so. Ja, echt sicher. Und so fad, dass ich glaube, mein Hirn kommt mir bald zu... Ich? Weg? Schön wär's. Ich weiß zu wenig, um allein zu gehen. Keiner will mit und mein Vater sagt, er kriegt einen Herzanfall, wenn was passiert. Ja, okay. Ich war noch nie woanders. Also... Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten, keine Ahnung. Kam mir auf jeden Fall relativ bekannt vor. So, dann gehen wir mal runter hier zum Arzt. Vielleicht hat der noch irgendwas. Ist schon spät. Na. Handeln. Immer noch nichts Neues. Wir haben jetzt ja schon mal ein Seil. Das heißt, wir könnten ja schon mal... Brauche deine Hilfe? Bist du verletzt? Ja. Habe ich? Ach so. Okay, hier hast du das Geld. Du hast nicht genug Geld, ich bedauere das, aber mein Arbeitsmann... Ach so, warte, was hältst du stattdessen von diesem Red Scorpion-Schwanz? Zeig mal her den Sack. Ja, damit kann ich was anfangen. Und für dieses großartige Geschenk kann ich dich natürlich auch heilen. Super. Wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Willst du dich nicht ein bisschen hinten ausruhen, während ich mich mit dem Sack beschäftige? Ja. Außerdem hast du bestimmt leichte Kopfschmerzen von dem Jungersaft. Na komm. Okay. Scheint es ein neuer Tag. Hat sie was zu sagen? Du siehst durcheinander aus. Brauchst du Hilfe? Ich will erstmal handeln. Mal gucken, was du hast. Du hast nur Geld. Okay. Dann Heilung. Nö, ich brauche gerade keine Hilfe. Danke. Damit wären wir wieder voll geheilt. Freut mich. Okay. Wir haben das Seil gekauft, oder? Ich gucke gerade nochmal nach. Ja, dann packe ich das mal gerade hier unten rein. Noch drei Schwänze. Und dann würde ich sagen, wir gehen nochmal zu Vault und gucken, ob wir dann da reinkommen. Die meint ja, da wäre so ein Dings gewesen, so ein Wasseraufbereiter. Mal schauen, was das wird.
7. Dezember, was ist jetzt hier los? Du entgehst mit Hilfe deines Wasservorrats einer Austrocknung. Ah, gut, okay. Das sind wahrscheinlich dann die Flaschen, die wir da mit dabei haben. Okay, dann. Ja, ist ja schön hier. Gehen wir mal wieder weiter. Ab zu Vault. Was ist hier jetzt schon wieder los? Gegner? Du bist auf eine Familie Maulwurfratten gestoßen. Ja, ist ja in Ordnung. Die wollen aber Stress, wie mir scheint. Naja, gut. Dann kriegt ihr halt Stress. So, nochmal. Au. Na, geht. Nachladen bitte und Feuer frei. Zerlegt. Habt ihr was? Sieht so gut wie tot aus. Ja, gut, das ist natürlich schön. Was? Hat sich das Viech totgestellt? Na, jetzt aber. Dann plündern wir mal. Nee, plündern nicht, weil der erst noch Aufmerksamkeit will. Naja, wenn du meinst. Ah, das hat sich, glaube ich, weggeduckt, das Viech. Das ist halt nicht so schön. Ich will auch zweimal angreifen können hier. Okay, Kritsch, die Ratte wird hin und her geworfen, ist schwer verletzt. Okay. Dann haben wir die wahrscheinlich nur umgeworfen. Ah, jetzt haut es aber doch ordentlich rein hier. Ich dachte, die ist schwer verletzt. Wieso hält die noch so viel aus? Scheint wohl eine etwas dickere Ratte zu sein hier. Und ich treffe halt mal wieder nicht. Jetzt aber, meine Güte. So, dann gehen wir jetzt mal ans Plündern. Einiges an Muni gekostet hier. Nichts. Okay, dann wird die wahrscheinlich auch nichts haben. Ich glaube, die haben ja zufälligen Loot, haben die ja hier nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest habe ich das bisher noch nicht so festgestellt. Ah, da haben wir ja doch einiges, was sich hier noch in den Weg stellt. Auf dem Pfad zur Vault. So, jetzt können wir direkt hier zum Höhleneingang. Das ist schon mal ganz schön. Dann war hier der Aufzug, genau. So, können wir das jetzt den Schacht hier runterhauen? Das hat keine Auswirkungen. Ah ja, genau. Na dann, mal ab nach unten. Oh, guck mal. Eine Schweineratte. Dann kümmern wir uns mal drum. Gucken, was die so abkönnen. Hauen zumindest auch noch was rein. Na gut, wir haben ja zur Not noch Dings da. Gut, zwei Schüsse. Haben wir ein Level up? Ah, cool. Wusste ich gar nicht. Bzw. habe ich gar nicht mitgekriegt. So, dann, was haben wir denn? Heller Kopf war das. Genau, das war, wie in den anderen Teilen auch. Mit diesem Bonus erhältst du pro Level zusätzlich 5% deinen gesammelten Erfahrungspunkten. Besonders nützlich, wenn dieser Bonus zu Beginn des Abenteuers erworben wird. Genau. Dann machen wir das nämlich auch mal. Und dann gehe ich nämlich hier jetzt mal auf die kleinen Waffen. Mal gerade schauen. Okay, dann gibt es keinen 2 Punkte, sondern nur 1 Punkt, wenn wir da drauf skillen.
Ja, wie gesagt, hätte ich am Anfang wissen müssen. Aber ich denke, das kriegen wir dann einigermaßen hin. Was ist das eigentlich? Basis 10% plus... Okay. Ja, dann sollten wir Beweglichkeit auch nochmal bei Gelegenheit hochprügeln. Wenn das noch geht, weiß ich gar nicht. Okay. Dann könnten wir eigentlich jetzt mal den Zug beenden. Und ich hau mir mal noch so ein Stimpack rein. Die haben ja gut geklaut. Ist auch gar nicht so leicht, das Ding. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Gewicht. Zack. Und damit hätten wir wieder volle Lebensenergie. Gut. Schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Eine Ratte. Gucken, ob wir jetzt auch bessere Werte haben, wenn die jetzt angreifen. Ja. 95%, das kann man schon mal mitnehmen. Dann darf jetzt die nächste Ratte noch ankommen. Ach, die will gar nicht. Frech. So. So können wir die nicht angreifen. Ach. Deswegen. Da wird er nicht auf die Muni geachtet. Und jetzt haben wir nicht mehr genug Aktionspunkte. Alles klar, dann darfst du nochmal. Oder auch nicht. Kaput. Ah, da oben scheint auch noch Muni zu sein. Sehr gut. Holen wir uns dann direkt mal, wenn wir die Ratten erledigt haben. Nummer 1. Hey. So haben wir aber nicht gewettet. Zerlegt. So, oh, die ist sogar getroffen. Blödes Viech. Es war keine 10mm Muni, aber zumindest mal andere Muni, die wir vielleicht noch sinnvoll nutzen können. So, die wäre zerlegt. Dann können wir auch den Zug beenden und die Muni hier mitnehmen. Na, wo haben wir sie? Da haben wir sie. Dankeschön. Da wäre noch Wand. Hm. Irgendwie sieht das hier nicht so vertrauenswürdig aus. Ist hier ein zweiter Fahrstuhlschacht? Ach toll, da brauchen wir noch ein weiteres Seil. Na toll, da müssen wir erstmal gucken, dass wir noch jemanden finden, der ein Seil hat, wo wir weiter erforschen können. Sowas, sowas. Nächste Ratte. Da unten ist sie. Okay, dann komm du mal her. Und lauf in meine Kugel. Hm, leider nicht ganz gereicht. Dann vielleicht ja jetzt. Schön. Ja, also haben wir da noch einen weiteren Fahrstuhlschacht, den wir dann mal besichtigen müssen. Oh, da wäre noch ein Spind. Haben wir da was Interessantes drin? Mal schauen. Ach, da ist ein Seil. Super. Dann passt es. Und wir haben eine Lederjacke. Nicht schlecht. Dann haben wir eine Rüstung und Seil. Das gefällt mir doch. War es ja gelohnt, dass wir hier reingekommen sind. Da gibt es ja echt ein paar nette Sachen zu looten. Inventar. Dann hauen wir uns die Lederjacke direkt mal rein. So, Seil kommt dahin. Jacke kommt dahin. Dann haben wir dann... Hm, Rüstung. Mehr als verdoppelt. Sehr gut. Und wir sehen schnatz aus hier. So, dann geht es direkt mal dieser Ratte an den Kragen.
Na, komm her, meine Liebe. Dich erledigen wir noch. Und dann beenden wir mal die Folge. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.